Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Marktblitz in dieser Woche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Während unserer Sommerpause im Juli hat sich am Stromterminmarkt bei den Jahresprodukten insgesamt relativ wenig bewegt. Die Notierungen tendierten seitwärts in einer Spannbreite von 1,5 bis 2 Euro etwa. Das Jahresprodukt 2019, die obere Linie, notierte im Bereich von etwa 43,5 bis 45,5 Euro und die nachfolgenden Jahresprodukte entsprechend niedriger. Etwas mehr Bewegung war bei den Einflussfaktoren auf die Jahresprodukte, vor allen Dingen am kurzen Ende des Strommarktes. Wir sehen hier abgebildet die Spotpreise für Baseload an der EEX. Im April, Mai notierte der Kontrakt an den Wochentagen Montag bis Freitag so primär im Bereich zwischen 30 und 40 Euro. Und zuletzt haben wir jetzt doch hier Notierungen vorwiegend gehabt im Bereich von 50 bis 60 Euro. Für den generellen Anstieg sind zum einen die höheren Brennstoffpreise verantwortlich, aber in den letzten Wochen hat sich vor allen Dingen auch die Klimaentwicklung bemerkbar gemacht. Wir hatten wenig Wind gehabt, dementsprechend ein deutlich geringeres Windkraftangebot, als es für die Jahreszeit üblich sein sollte. Die hohen Temperaturen haben dazu geführt, dass ein zusätzlicher Bedarf bestand zum Betrieb der Klimaanlagen. Und dann kommen noch die Flusstemperaturen hinzu, die sich mittlerweile auf ein Niveau von 28 Grad oder teilweise höher sogar bewegen. Und das bedeutet dann, dass die Kraftwerke teilweise ihre Leistungen vermindern müssen, mit der Folge, dass das Stromangebot also geringer ausfällt. Und wir haben noch ein bisschen das Problem, dass die Wasserstände an sich aufgrund der Trockenheit relativ niedrig sind. Und das führt beispielsweise dazu, dass im Rhein die Binnenschiffe mit Kohle nicht mehr voll beladen werden dürfen. Die Folge ist, dass die Transportkosten steigen und das schlägt sich dann halt auch in den Stromerzeugungskosten nieder, aktuell und auch in den nächsten Wochen noch weiterhin. Und das schlägt sich dann halt auch hier bei den Spotpreisen nieder. Die Temperaturausblick ist so, dass es zwar jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen insgesamt etwas abkühlen wird. Wir bekommen auch wieder mehr Wind in den Markt. Aber die mittel- bis längerfristigen Wetterprognosen gehen nach wie vor davon aus, dass wir überdurchschnittliche Temperaturen erwarten dürfen und dass es auch insgesamt trocken bleibt, sodass wir also auch davon ausgehen, dass die Spotpreise in den nächsten Wochen weiterhin auf hohem Niveau bleiben, gleichwohl sie durchaus auch wieder unter 60 Euro fallen können, aber insgesamt doch hoch notieren werden. Und diese ganze Entwicklung hat auch dazu geführt, dass die Preise für die Monatsprodukte September, Oktober, November in der letzten Zeit deutlich angestiegen sind. Und das Ganze hat sich dann halt auch bei den Jahresprodukten Strom deutlich bemerkbar gemacht. Ebenso auch die Emissionsrechte in den letzten Wochen tendenziell weiter angestiegen, vom Niveau 15, 16 Euro Anfang Juli, jetzt zuletzt auf knapp 18 Euro. Also hier ist der Aufwärtstrend weiter intakt. Es gibt wenig neue Nachrichten vom Markt, aber wir gehen davon aus, dass wir weiterhin auf dem hohen Niveau bleiben werden in der kürzeren Frist. Etwas entspannend für die Jahresprodukte beim Strom, also preismindernd, war im Prinzip die Entwicklung bei der Kohle. Hier kommen wir von einem Niveau von ungefähr 93 US-Dollar Anfang Juli auf zuletzt jetzt 85, 86 Dollar. Die Nachfrage global ist nach wie vor relativ robust, aber wir hatten doch ein bisschen Entspannung gehabt in Anbetracht der Tatsache, dass gerade im asiatischen Raum auch sich viele Kraftwerksbetreiber schon im Frühjahr oder im Frühsommer eingedeckt haben mit Kohle und dementsprechend die Nachfrage jetzt zuletzt nicht mehr ganz so hoch war. Wir erwarten hier, dass die Preise, die EUAs, nach wie vor weiter auf hohem Niveau notieren, ebenso wie die Kohle. Und das Ganze sollte dann auch dazu führen, dass die Kontrakte für Baseload 2019, 20 und 21 auch diesen Seitwärtstrend der letzten Wochen jetzt im August weiter fortsetzen sollten mit der bisher gesehenen Schwankungsbreite 1,5 bis 2 Euro in etwa. Dann schauen wir jetzt noch abschließend mal auf die Entwicklung beim Gas. Hier oben abgebildet sind die Spotpreise und darunter die Jahresprodukte. Hier sehen wir jetzt auch schon seit zwei, drei Monaten insgesamt eher einen Seitwärtstrend. Am Spotmarkt ist es so, dass wir nach wie vor einen hohen Bedarf haben zur Auffüllung der Gasspeicher. Daneben ist es auch so, dass auf der Angebotsseite LNG nur moderaten Mengen nach Europa kommt. Und ferner werden wir jetzt auch im August demnächst diverse Wartungsarbeiten sehen, sodass also weniger Gas nach Kontinentaleuropa kommt, mit der Folge, dass die Spotpreise also auch weiterhin hier
im Bereich so zwischen 21,5 und 23 Euro sich bewegen sollten. Und das Ganze dürfte dann auch stützend sich auf die Jahresprodukte auswirken. Da spielt dann daneben auch noch der Ölpreis eine Rolle. Hier gehen wir ebenfalls davon aus, dass der eher tendenziell seitwärts verläuft, gemessen am Frontmonat für die Sorte Brent um die 75 US-Dollar. Sodass also jetzt der Frontjahreskontrakt beim Gas 2019 so primär im Bereich zwischen 21 und 22 Euro notieren dürfte und die übrigen Jahresprodukte hier dann so um die 20 Euro. Ja, das war's dann die Woche wieder von unserem Marktblitz. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.